Es geht weiter mit Dragon Age 2. Wir sind gerade dabei, Meryl einen Ring zu übergeben und sie hat uns gefragt, was das ist. Und ich denke mal, es kommt von den Dalish. Ich weiß nur, dass er von den Dalish hergestellt wurde. Das ist Silvanholz. So selten wie Diamanten. Man findet es nur an sehr alten, äußerst wilden Orten. Die Schnitzereien erzählen die Geschichten des Verrats. Wie der Schreckenswolf sämtliche Götter aus der Welt fortgelockt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dalish den Untergang ihrer Götter nicht einfach nur zur Dekoration abbilden. Nicht wirklich. Nein. Dieses Schmuckstück wurde für eine Hüterin gefertigt, wisst ihr? Einen Clan vor dem Schreckenswolf zu beschützen, ist die Aufgabe einer Hüterin. Das ist ein wundervolles Andenken. Ich danke euch. Jetzt endlich mal alles Wiewiechen. Ja, hat sie. Keine Wiewiechen mehr. Spiegel ist total strange. Ah, okay. Dann werde ich mal mich auf den Weg machen. Wie geht's raus? Ach, so, das ist der Weg nach draußen. Ja, wie gesagt, wir haben hier noch das Briefchen, was da so rumwackelt. Aber Sunderhügel. X. So, ah, jetzt wird der Plot angezeigt. Cool. Nice. Ich kann nur die Karte wieder nicht verschieben. Oh, lol. Das ist echt nervig. Da, jetzt kann ich die Karte verschieben. Okay, wir müssen da hoch. Erzählen, dass wir euch auf irgendeinem Berg umbringen mussten. Es könnte schwierig werden, das als etwas Positives zu verkaufen. Ja, da liegst du nicht ganz falsch. Okay, die Gegner kommen hier scheinbar nicht nochmal. Das war typisch. So, ah, haben nur 5 Silber gegeben, deswegen waren sie auch so schwach. Moment, achso, ich muss durch die Höhle durch. Durch den Sünderhügelweg, weil der Plot auf der anderen Seite ist. Reines Lyrium. Die Magierdroge. Mit der sie sich immer voll koksen. Daraus wird nichts. Alter. Also manche Situationen sind echt schlimmer als Slenderman. Das Spiel. Alter! Wieso hält er so viel aus? Oder ist das nur ein Bug, dass er da so rum... Ah ne, der wird festgehalten.
Och nö! Was soll das? Okay, eine Handwerkszutat. Grab? Cool. Grab? Wow. Geil. Sondern da wir die Gräber geschindet haben, werden beim Rückweg wahrscheinlich sofort da Gegner spawnen. Das ist doch ein Ring für sie, ne? Hier. Ein Mana-Ring, 12 Mana. Gürtel meine ich. Das ist doch kein Ring. Kritische Trefferchance. Beschränkung Meryl, achso. Mana-Ausdauer, Angriff, kritische Trefferchance 2. Tauschen wir den mal aus. Worauf müssen wir vorbereitet sein, falls etwas schief geht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin bisher noch nie einer Abscheulichkeit begegnet. Aber die Hüterin sagte, sie verwandeln und verändern sich vor euren Augen. Ihr wollt also, dass wir mitkommen und auf irgendetwas achten, wisst aber nicht auf was? Es ist doch nur eine Vorsichtsmaßnahme, Evelyn. Es wird schon nichts schiefgehen. Nö. Oh, wie beruhigend. Nö, wird schon nicht schiefgehen. Es fängt wieder an zu regnen, cool. Was zum Teufel machen Drachen hier? Was zum Teufel? Was machen Drachen hier? Warum sterben die so schnell? Moment, was... Achso. Oh, hallo, Riesendrache. Oder normaler Drache. Wie der auf einmal keinen Schaden macht, auf jeden Fall. Oh, doch, er macht Schaden. Oh, das... Habe ich mich zu früh gefreut. Was war das für ein Ring? 33 Angriff? Was habe ich denn drauf? Wie könnte ich das mal austauschen? Wer dachte eigentlich, es sei eine gute Idee, einen Dämon in einer Höhle auf dem Sunderhügel zu stecken? Wo hättet ihr ihn denn untergebracht? In Tyrwinter vielleicht? Oder in Enderfels? Auf jeden Fall deutlich weiter weg von Kirkwall. Ah, die Barriere ist weg. Cool. Ah, hier sind die Drachen schon nicht mehr. Ende des Stolzes.
Hammergeiler Titel einer Hülle. Stufenaufstieg. Okay. Dann ab in die Hülle. Na, die Hülle ist jetzt nicht unbedingt groß, wie man hier sehen kann. Nein, will ich nicht. Zurück. Aber mir wird nicht angezeigt, dass man da zurück kann. Was ist das denn hier? Felandres. Irgendetwas stimmt nicht. Hier war der Geist gebunden. Aber jetzt fühlt es sich leer an. Dann sind wir wohl fertig. Lasst uns nach Cargwall zurückkehren. Nein, ihr versteht das nicht. Er konnte diesen Ort nicht verlassen. Und da die Höhle nun leer ist, muss etwas Grauenhaftes geschehen sein. Ich bin geschehen. Hüterin, was habt ihr getan? Es war von Anfang an der Plan des Dämons, dass du den Spiegel fertigstellst. Es wäre eine Tür aus diesem Gefängnis gewesen, die direkt in unsere Welt geführt hätte. Und du wärst sein erstes Opfer geworden. Das konnte ich nicht zulassen, Darlin. Ihr habt ihn aufgehalten. Ihr habt Meryl gerettet. Noch nicht. Der Dämon ist noch hier. Solange er gefangen war, konnte ich ihn nicht im Nichts bekämpfen. Und ich konnte ihn nicht bannen, ohne ihn noch stärker zu machen. Also habe ich mich selbst zu seinem Gefängnis gemacht. Tötet mich. Und auch er wird sterben. Und Meryl wird endlich in Sicherheit sein. Nein. Das könnt ihr nicht verlangen. Das werde ich nicht tun. Du wusstest immer, dass deine Blutmagie einen Preis fordern würde, Darlin. Und ich habe mich entschieden, ihn für dich zu bezahlen. Darius Shear. What the fuck? Verräterin. Sie verwandelt in einen Dämon. Sexy. Hast ein paar viele Augen. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Ich wollte mein Leben wieder aufbauen. Warum musstest du zurückkommen und alles zerstören? Wir sind verflucht. Der ganze Clan. Und du hast das über uns gebracht. Alter, wie die ganze Zeit hier. Die fängt schon wieder an zu sterben. Hier rumgelabert wird. Du könntest die Vergangenheit nicht ruhen lassen. Und jetzt sieh dir an, was du angerichtet hast. Boah, Meryl, wieso nimmt ihr den Heiltrank nicht? Oh. Ich werde euch dann noch vermissen. Ach, sie lebt wieder. What the fuck? Moment, Meryl, du nimmst jetzt erstmal den Verletzungsdingens. Warum auch immer die jetzt wieder lebt. Ich verstehe, der Kampf ist total verwirrt. Auf einmal fängt die wieder an zu leben. Oh, Meryl, nimm das doch. Ja, sie hat's genommen. Alter, wie Meryl einfach so am Sterben ist. Ich verstehe es nicht.
Der macht echt schon Schaden. Darlene? Hüterin! Du hast ihn besiegt, Darlene. Du bist viel stärker, als ich gedacht hatte. Der Dämon ist tot. Hüterin, ich... Verlassen wir diesen schrecklichen Ort. Der Clan muss die gute Nachricht erfahren. Warum lebt sie noch? Geil. Ihr sagt, ihr müsstet sterben. Gute Frage, ne? Ihr habt uns erzählt, dass der Dämon an euer Leben gebunden ist und nur zusammen mit euch sterben kann. Ihr Abelas, Hüterin. Was habt ihr getan? Ich will das nicht. Das hier wollte ich nie. Oh, Schöpfer, bitte lass das nur einen bösen Traum sein. Ich werde aufwachen und mich wie eine Närrin fühlen und sie wird mich schelten, weil ich nicht auf sie gehört habe. Ihr habt versucht, eurem Volk zu helfen. Sie hätte mehr Vertrauen in euch haben sollen. Wenn sie doch nur nicht so starkköpfig gewesen wäre. Wenn sie doch nur auf mich gehört hätte. Sie hat nie an mich geglaubt. Ich sollte den Clan aufsuchen. Jemand muss davon erfahren und herkommen. Sich um sie kümmern. La 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 la, Level up. Nein, ich wollte auch automatisch einen Stufenausstieg machen. Ich bin noch zu faul, um zu skillen. Mann. Wir wissen, dass die Hüterin hierher gekommen ist. Was ist hier los? Wo ist sie? Feneral, die Hüterin, sie ist... Sieh sie dir doch an, Feneral. Sie ist voller Blut. Was hast du getan, Meryl? Hüterin, könnt ihr mich hören? Sie ist tot. Ich hätte wissen müssen, dass du dich gegen sie wendest, du Monster. Die Hüterin hatte sich in einen Dämon verwandelt. Wir hatten keine Wahl. Ohne diese kleine, flachohrige Schlange hätte es überhaupt keinen Dämon gegeben. Diese Verräterin hat schon genug Leid über uns gebracht. Das hat jetzt ein Ende. Gut, dann hat es ein Ende. Du wirst sterben. Ja, das ist schön. Macht schön viel Schaden hier. Alles schön. Ja, das ist schön. Alter. Nicht mit mir. So, jetzt müssen wir zurückgehen, scheinbar, den ganzen Weg. Boah, es ist ätzend. Nee, ich kann nicht zurück, das ist eine unsichtbare Wand. Ach, den Berg hinunterreisen. The fuck? Ich ist einfach so eine unsichtbare Wand, ne? Wenn man jetzt nicht mit der Maus hier raufgehen würde, dann würde man denken, hier ist ein Bug, ne? Aber gut.
Ah, ich wurde teleportiert. La 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 la. Du bist erledigt. Bianca langweilt sich. Das sind ganz schön viele. So, ich muss mal checken. Wo bist du? Da bist du. Okay. Meryl ist scheinbar irgendwie hier im God-Mode. Ja gut, der wird jetzt leider sterben. So, ich schicke ihn mal nach da hinten hin. Meryl ist... Ja gut, das war klar. Meryl ist aber ziemlich gut drauf, scheinbar gerade. Die platziert sich super, so dass sie keinen Schaden abbekommt. Das ist richtig gut. Der hat mal nachgedacht. Aber Beric nicht. Der hat wieder seine. Bianca im Nahkampf. Nee, gar nicht. Er hat gar nicht Nahkampf gemacht. Er ist wieder. Er wurde mal wieder von ganz vielen Leuten abgeballert, weil er die Akku ziehen musste. Das ist eher das, was er getan hat. Das kann nicht sein. Ich werde erwachen und das alles war nur ein schrecklicher Traum. Ja, das wird aber nicht passieren. Ach. Varric, du bist verletzt. Und, ach, da hinten. Ich dachte, wir können hier schon raus. Nein, wir müssen noch ein wenig gehen. Ach, wir müssen gar nicht zu Meryl gehen und das abschließen, oder was? Machen wir mal trotzdem, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das trotzdem machen müssen. Nö. Oder müssen wir erst in ihren Raum? Nö? Gut. Seltsam, ja. Der letzte Strohhalm. Das ist die Hauptquest, die wir momentan auch haben. Champion oder Champignon. Haha. Na, Champion. Ihr habt euch als Freund der Magier von Kirkwall erwiesen und ich muss mich nun erneut an euch wenden. Meredith ist zu weit gegangen und ich kann ihren Wahnsinn nicht tadellos hinnehmen. Ich bitte euch umgehend zur Galgenburg zu kommen. Vielleicht können wir die Sache beenden, bevor es zu Blutvergießen kommt. Erster Verzauberer Orsino. Was geht denn jetzt schon wieder ab hier? Glaubt, er hat auch ein bisschen zu viel Lyrium geraucht.
Champion, dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Was ist geschehen? Der erste Verzauberer aus Sino hatte einen fürchterlichen Streit mit der Kommandantin. Er ist davongestürmt, um der obersten Klerikerin die Angelegenheit vorzutragen. Aber die Kommandantin ist ihm gefolgt. Ich fürchte, das wird mit Blutvergießen enden. Dann bringt mich zu ihnen, bevor es dazu kommt. Okay, verwirrend. Ich werde den Turm durchsuchen lassen, von unten bis oben. Das könnt ihr nicht tun. Ihr habt kein Recht dazu. Ich habe jegliches Recht dazu. Ihr versteckt hier Blutmagier. Und ich habe vor, sie aufzuspüren, bevor sie diese Stadt infizieren. Blutmagie? Wittert ihr eigentlich irgendwo keine Blutmagie? Wir können uns nicht einmal schneuzen, ohne dass ihr uns der Verderbtheit bezichtigt. Verscherzt es euch nicht mit mir, Magier. Meine Geduld ist erschöpft. Komisch, dass ich nie sah, wie es begann. Ich kann mich nicht erinnern, eure Geduld jemals in voller Frische erlebt zu haben. Also, das hat er nicht gesagt. Definitiv nicht. Was soll diese Auseinandersetzung schon wieder? Das hier hat nichts mit euch zu tun, Champion. Ich habe ihn hergebeten. Ich denke, die Leute verdienen es zu erfahren, was ihr getan habt. Was ich getan habe, war, die Einwohner dieser Stadt zu beschützen. Immer und immer wieder. Was ich getan habe, war, euch Magier vor eurem Fluch und eurer eigenen Torheit zu beschützen. Ich höre nicht auf damit. Unsere Wachsamkeit wird nie nachlassen. Das Risiko werde ich nicht eingehen. Ihr müsst aufhören, so hart gegen die Magier vorzugehen. Haben wir denn eine andere Wahl? Sollen wir einfach wegsehen? Sollen wir den armen Opfern eines besessenen Magiers erzählen, dass wir niemandem schaden wollten? Sagt mir, Champion, dass ihr nicht mit euren eigenen Augen gesehen habt, wozu sie fähig sind. Dass ihr nicht selbst die Lügen von Magiern gehört habt, die nach Macht streben. Ihr könnt sie nicht alle aufgrund der Taten einiger weniger verurteilen. Ihr wollt uns alle als Schurken sehen, aber dem ist nicht so. Ich weiß. Und es bricht mir das Herz, das zu tun. Aber wir müssen wachsam sein. Wenn ihr mir keinen anderen Weg zeigen könnt, wagt es nicht, mich als Tyrannin darzustellen. Das führt zu nichts. Die oberste Klerikerin Erfena wird dem ein Ende machen. Ihr werdet ihre Gnaden nicht mit hineinziehen. Die oberste Klerikerin kann euch nicht helfen. Erklärt euch, Magier. Ich werde nicht untätig zusehen, wie ihr alle Magier wie Verbrecher behandelt. Während die, die uns anführen sollten, das Haupt vor ihren Kerkermeistern beugen. Wie könnt ihr es wagen, so? Der Zirkel hat uns im Stich gelassen, Osino. Selbst ihr müsstet das erkennen können. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Es darf keine Kompromisse mehr geben. Anders, was habt ihr getan? Es gibt kein Zurück mehr. Also, unerwartet, was... Alter. Alter, was... Alter. Alter, ja... Klar doch, Matrix oder was? Die Matrix! Sie ist hier! What the fuck? Ja, und damit ist das Spiel vorbei. Kirkwall ist zerstört. Klerikerin hat durch Magie den Tod gefunden und die Kirche wurde zerstört. Als Kommandantin von Kirkwall berufe ich mich hiermit auf das Recht der Auflösung. Jeder einzelne Magier des Zirkels wird hingerichtet, unverzüglich. Der Zirkel ist dafür nicht verantwortlich. Ihr dürft das nicht zulassen, Champion. Helft uns, diesen Wahnsinn aufzuhalten. Und ich verlange, dass ihr uns unterstützt. Selbst ihr müsst doch einsehen, dass eine derartige Ungeheuerlichkeit nicht hinnehmbar ist. Das ist das absolute Chaos. Wir müssen der Kommandantin helfen. Ja, denke ich auch. Nein, es war nicht ihre Schuld. Ihr könnt doch unmöglich Unschuldige abschlachten wollen, oder? Es lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Ihr müsst eine Wahl treffen.
Okay, die Aufnahme wird vielleicht ein kleines bisschen länger gehen, aber ich entscheide mich für die Kommandantin, denn das war jetzt wirklich sehr unerwartet und ziemlich scheiße, was Enders da gerade abgelegt hat. Ansonsten hätte ich mich ja für die Magier schon entschieden. Das war aber eine dumme Entscheidung von Enders. Ich unterstütze die Templ... Die Magier? Templer? Magier? Die Templer. Ich habe offenbar keine andere Wahl, als an eurer Seite zu kämpfen. Tut das nicht, bitte. Euer Herz muss euch doch sagen, dass es falsch ist. Nein. Es ist bedauerlich, aber die einzige Möglichkeit. Die Magier können sich nicht hinter ihren Rechten verstecken, wenn sie so viele in Gefahr bringen. Denkt sorgfältig darüber nach, Champion. Das ist keine Gerechtigkeit. Achso, jetzt darf ich mich nochmal unentscheiden. Nee, ich habe die Wahl getroffen. Ich werde nicht für euch kämpfen, Orsino. Eine weise Entscheidung. Seid ihr euch sicher? Ihr wisst, dass sie Unschuldige ermorden wird. Deren einziges Verbrechen es ist, als Magier geboren worden zu sein. Bei den Kämpfen werden Unschuldige zu Schaden kommen. Wir müssen das alles so schnell und schmerzlos wie möglich zu Ende bringen. Ich denke, wir sind uns einig, dass niemand will, dass sich Magier und Templer auf den Straßen bekämpfen. Alles, was wir jetzt tun können, ist, die Zahl der Toten so gering wie möglich zu halten. Ihr habt vermutlich recht. Diese Entscheidung liegt nicht mehr in unseren Händen. Haltet sie auf! Ich warne die anderen! Ruft unsere Truppen zusammen! Das hier erledigen wir. Okay, ihr werdet sterben, Magier. Aufnahmesession wird, wie gesagt, ein Tick länger als geplant. Wir müssen noch ein paar Magier töten. Wahrscheinlich ist das komplette Ende von Dragon Age. Oder auch nicht. So beginnt es also. Ich muss meine Truppen bei der Galgenburg zusammenziehen. Trefft euch dort so bald wie möglich mit mir, Champion. Ich überlasse es euch, was ihr mit diesem Mörder tun wollt. Er ist euer Gefährte, also macht mit ihm, was ihr für richtig haltet. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich mir nicht schon selbst gesagt hätte. Ich habe einen Geist in meine Seele aufgenommen und mich für alle Zeiten verändert, um dies zu erreichen. Dies ist die Gerechtigkeit, auf die alle Magier gewartet haben. Ja, ich hoffe, ihr habt recht. Denkt ihr wirklich, das ist die Lösung? Die Dinge dürfen nicht so bleiben, wie sie sind. Die Leute fürchten, wozu wir in der Lage sind. Aber es ist falsch, uns aus dieser Angst heraus zur Unterwerfung zu zwingen. Und sie haben dabei auch noch unseren Segen. Und wenn ich dafür mit meinem Leben bezahlen muss, dann bezahle ich diesen Preis. Vielleicht wäre Gerechtigkeit dann zumindest wieder frei. Helft mir, die Ordnung wiederherzustellen. Ich soll an der Seite der Templer kämpfen? Gegen den Zirkel? Nein, das könnt ihr nicht von mir verlangen. Lieber sterbe ich. Nee, verschwindet. Geht einfach. Ich bin jetzt, glaube ich, auf der bösen Seite angelangt im Spiel. Boah, was soll das? Ich will nicht noch mehr Cutscenes haben. Gut, ich muss nur die Gruppe auswählen. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich save hier die Aufnahmesession. Er hat Überlänge, aber macht nichts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.